BVB Total. Im Doppelpass mit der Telekom. Hallo und herzlich willkommen bei BVB Total. Wir haben eine neue Ausgabe von Die Sparda Bank bewegt. Es gibt mir Gelegenheit, gleich an dieser Stelle der Sparda Bank West dafür zu danken, dass sie uns dieses wunderbare Format ermöglicht. Ich stehe hier vor dem Trainingszentrum des BVB und ich freue mich auf eine Begegnung mit einem absoluten Urgestein von Borussia Dortmund. Herzlich willkommen, Teddy de Beer. Lieber Wolfgang, hallo Josef. Ich freue mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast. Das Wetter haben wir extra für dich gemacht. Wir wollen ein bisschen zusammen durch Dortmund fahren. Du kennst vieles, aber nicht alles. Vielleicht kannst du noch den ein oder anderen neuen Eindruck heute gewinnen. Wir haben diesen wunderbaren Sparda Bank Bus für dich bereitgestellt. Und dann würde ich einfach sagen, wir steigen ein und plaudern unterwegs. So machen wir das. Teddy, die erste Frage kann eigentlich nur sein, kaum einer kennt dich unter deinem Namen Wolfgang. Wann kam und wie kam denn eigentlich Teddy? Das war in der Kreisauswahlmannschaft, als wir im Kreis 9 damals, wo ich noch gespielt habe, auch die Jungs alle zusammengerufen wurden. Wir hatten einen Trainer, der hat sich die ganzen Nachnamen angeschaut. Wolfgang, De Beer, Beer. Da sich viele verschiedene Namen merken musste, hat er einfach gesagt, dich nenne ich ab heute Teddy. Da war ich so im Alter von 13, 14 Jahren. Und seit der Zeit habe ich eigentlich den Spitznamen Teddy. Es gibt wirklich sehr viele Leute, die wirklich denken, dass das mein richtiger Name ist. Aber ich habe auch einen ganz normalen Vornamen Wolfgang. Und den benutzt aber regelmäßig deine Frau? Ja, die hat mich auch als Wolfgang kennengelernt. Genau. Wir sind ja schon seit der Schulzeit zusammen. Ah ja. Teddy, ich habe vorhin eingangs gesagt, ich freue mich auf ein absolutes Borussen-Urgestein und ich glaube, das trifft tatsächlich auf dich zu. Du bist seit über 30 Jahren, jetzt 31 Jahre, 1986 im Sommer konnte ich zu diesem Verein dazustoßen. Die Vorzeichen damals waren jetzt für mich persönlich nicht so gut, für den Verein auch nicht. Ich war gerade abgestiegen aus der zweiten Liga mit dem MSV Duisburg. Dortmund hatte gerade das Relegationsspiel soeben überstanden, das dritte gegen Fortuna Köln. Aber danach ging es dann doch durchaus bergauf. Dann hast du tatsächlich 15 Jahre als Spieler, als Profi beim BVB verbracht. Ja. Und bist dann Torwarttrainer geworden und bist das jetzt auch schon wieder 16 Jahre, wenn ich richtig rechne. 16. Ja, das stimmt, ja, 2001. 16 das stimmt, Jahre. 16 Jahre. Wie würdest du nach eigener Einschätzung sagen, wie hat sich der Verein verändert? Wie hast du dich verändert? Kann man das auf einen kurzen Nenner bringen? Ja, ich bin erstmal älter geworden. Ja. Das sieht man natürlich auch, wenn ich mir die ganzen Autogrammkarten im Laufe der Zeit ansehe. Ja, dann hat auch mein Äußeres gelitten. Aber der Verein ist so immens gewachsen, auch als ich 86 herkam. Da waren vielleicht 40 Angestellte insgesamt unter der Südtribüne. Jetzt sind wir ein Unternehmen mit 800 Angestellten, das weltweit aufgestellt ist. Also diese Entwicklung ist schon Wahnsinn. Und daran teilhaben zu können, ist schon eine gute Geschichte. Teddy, wir beide hatten ja das Vergnügen, oder ich hatte das Vergnügen, als ich zum BVB kam und du Torwarttrainer dann geworden warst, dass wir viele, viele Jahre Busnachbarn waren. Wir haben nebeneinander gesessen, haben viele Fahrten gemacht und viele, viele schöne Geschichten fallen mir ein. Aber die schönste, die musst du erzählen. Ich glaube, wir waren in Wolfsburg. Du saßest schon im Bus. Ich kam aus der Mixzone, um alle Interviews noch zu organisieren und kam in den Bus und sah auf meinem Platz. Du hattest für mich wie eine Mutter gesorgt. Ja, also wir haben ja immer aufeinander geachtet. Ne? Wenn einer nach vorne gegangen ist, mal ein Getränk geholt hat, hat er den Sitznachbarn dann gleich mitgefragt auch. Und du hattest halt noch zu tun. Ich war schon fertig mit meiner Arbeit, konnte mich schon früher im Bus setzen, war vorne am Kühlschrank. Wir hatten auch noch Fresspakete bekommen, glaube ich, war noch was drin. Ich aber, glaube ich, auch noch ein kleines Stückchen Schokolade lag noch mit dabei. Ja, ja. Und das war dann auch präsentiert bei dir auf dem Platz. Ein Fläschchen. Fläschchen zu trinken, war alles wirklich wunderbar.
wie ich das vorbereitet habe, habe ich auch gerne gemacht. Ne? Und dann kamst du und setzt dich zu mir und warst so gerührt und hast gesagt, ach, Teddy, dass du wieder für mich sorgst. Wenn ich mal irgendetwas für dich tun kann, ne, dann sag mir nur Bescheid. Da habe ich einfach nur links rüber geguckt und gesagt, setz dich bitte woanders hin. Teddy, wir sind jetzt unterwegs. Links und rechts ist es grün in Richtung Hohensieburg. Hohensieburg ist tatsächlich bei diesem Wetter im Frühjahr und Sommer ein Paradies für Motorradfahrer. Ja. Ich komme da nicht umsonst drauf. Ich weiß, dass das eines deiner ganz großen Hobbys ist. Motorradfahren, das passt zu dir. Du bist häufig auf zwei Rädern unterwegs. Was ist eigentlich der Reiz für dich am Motorradfahren? Sich den Wind um die Nase wehen zu lassen auch und an Feldern vorbeizufahren, ein bisschen Freiheit zu fühlen, mal loszufahren beim Motorradurlaub, dass ich morgens losfahre und abends nicht weiß, wo ich bin und irgendwo anhalten kann, weil unser Leben ja auch immer sehr verplant ist, ist das im Grunde eine Art Urlaub zu machen, dass es mir wirklich sehr gut tut, dann einfach mal in den Tag hineinzufahren und dann wirklich abends oder morgens noch nicht zu wissen, wo ich abends bin. In den Sommerpausen hast du eigentlich immer größere Touren unternommen. Sag mal so ein paar, ich weiß, du warst in Amerika, sag mal so ein paar Dinge. In Amerika war ich nicht, meine Frau war schon in Amerika. Da war deine Frau, die fährt mit die dir. Jutta, meine Frau, die hat schon zweimal Motorradurlaub in Amerika gemacht. Wir sind viel in Europa rumgefahren, also ich fahre Motorrad seit meinem 18. Lebensjahr, sind wir immer zusammen Motorrad gefahren. Es war eine kurze Zeit oder eine etwas längere Zeit zwischendurch, wo wir nicht so viel gefahren sind, als die Kinder kleiner waren. Aber jetzt in den letzten Jahren haben wir wieder mehr Zeit dafür. Freunde haben auch wieder sich Motorräder zugelegt. Und ich habe die letzten Jahre waren wir in Frankreich. Wir haben die Normandie, Bretagne gemacht, mit Loiretal zurückgefahren. Und Irland außenrum, die ganze Küste entlang gefahren, nach Kroatien. Da haben wir im Grunde genommen unsere Motorradtouren gemacht. Auch, und da sind wir im Sommer eigentlich in den 4 Wochen immer so 4000 Kilometer gefahren. Und ich kann mir vorstellen, so ein bisschen sehe ich in deinen Augen die Lust, die Abenteuerlust. In diesem Jahr geht es auch wieder irgendwo hin, wo man einiges Schönes erleben und sehen kann. Ja, wir haben dieses Jahr geplant. Ich bin der Tourenguide. Ich plane diese Sachen eigentlich immer dann, habe mal das Navigationssystem vorne an meinem Motorrad. Und wir werden dieses Jahr Italien machen und werden den ganzen Stiefel runterfahren. Wir werden durch die Toskana fahren, im Hinterland von Rom. Ich habe mir auch schon Zeitschriften besorgt, wo auch Reiseberichte drin sind. Wir werden Rom diesmal meiden, weil ich habe dann auch dann gelesen, dass im Grunde genommen die Ketten, mit denen die Motorräder festgemacht werden, in Rom schwerer sind als die Motorräder selber. Also sollte man da besser sein Motorrad nicht abstellen. Garagen sind auch sehr schwer zu kriegen da. Dann geht es weiter Richtung Süden. Amalfiküste möchten wir auf jeden Fall mitnehmen. Das ist nur ein kurzes Stück, aber es ist sehr reizvoll. Und dann geht es weiter in die Stiefelspitze, wo auch sehr wunderschöne Küsten sind. Auch im Hinterland Naturschutzgebiete, die schön durchfahren werden können und alles sehr gebirgig und das wird eine sehr nette Tour. Hier auf der Hohensieburg. Wir sind gerade am Casino vorbeigefahren, einem gigantischen Glücksspieltempel. Und da kann ich die Frage einfach nicht auslassen. So ein bisschen Zocker, das steckt doch in dir. Ich habe die Geschichte gehört, dass du zu deiner aktiven Zeit im Bus beim Pokern die klare Nummer 1 warst. Stell das doch mal bitte klar. Ja, wir haben auf den Auswärtsfahrten zwischendurch mal die eine oder andere Partie Poker gespielt und es ist aber nicht wahr, dass ich die klare Nummer 1 war, sondern wir hatten andere Mitspieler wie Frank Mill und Michael Zorc und Pato Margetic war auch einer derjenigen, der damals mit gepokert hat und da haben wir uns die eine oder andere Stunde im Bus auch mit vertrieben. Aber dass du, das ist nicht immer Glück, aber dass du zum Beispiel auch bei Wettspielen ganz starker Mann bist, habe ich selber erlebt. Wenn wir freitagsabends irgendwo im Hotel waren, das Freitagabendspiel geguckt und getippt haben und jeder ein Fünfer oder was da hingelegt hat, Ergebnistipp. Ich weiß nicht, wie oft ich erlebt habe, dass du gewonnen hast. Das kann kein Zufall sein.
Ich glaube doch, dass es Zufall gewesen ist, aber ich meine, ich mache mir meine Gedanken darüber und also mir hat mal jemand gesagt, immer Glück ist Können, also von daher gesehen ist es vielleicht doch so, dass ich doch ein bisschen das eine oder andere von einer anderen Sache Ahnung hatte. Bist du denn hier schon mal im Casino gewesen? Hast du da schon mal beispielsweise Roulette gespielt? Oder? Ja, Roulette eher weniger, aber wenn, dann habe ich Blackjack gespielt. Blackjack, das hat mir immer mehr Spaß gemacht, also nicht so häufig. So häufig war es jetzt nicht, aber wir sind mit der Mannschaft auch öfters mal hier gewesen. Wir hatten auch mal Essen hier oben auch, in der Hohen Sieburg eingeladen gewesen sind. Also die Örtlichkeiten kenne ich, aber jetzt bin ich auch schon jahrelang nicht mehr hier gewesen. Gut. Lass uns dieses Thema jetzt hier beenden und lass uns einfach das genießen, was wir hier sehen. Wir sind hier oben auf dem Plateau, da ist das Kaiser-Wilhelm-Denkmal. Ja. Wir waren am Finke-Turm, wir waren in der Ruine. Du hast gesagt, das kenne ich so in dem Detail noch gar nicht. Nein, hier oben bin ich selber zu Fuß noch nie gewesen und man kommt ja nicht anders hier hoch. Aber hier außenrum bin ich mit Motorrad halt schon gefahren. Die ganzen Strecken, die Motorradstrecken und so, die habe ich im Grunde genommen schon abgefahren. Hier runter dieser traumhafte Blick ins Ruhrtal, hier der Hengstersee zu unseren Füßen. Dortmund hat schon schöne Ecken. Ja, ist wirklich wie ein Naherholungsgebiet. Ja, das meine ich. Nun kommst du ja aus genau der anderen Ecke des Ruhrgebiets. Ja. Aus Dienstlaken. Ja. Und du bist ein Dienstlakener immer gewesen und immer geblieben. Ja. Ist ja doch ein Stückchen weg, aber du hattest klare Argumente. Heimat, ist das Heimat, aus der du nie weg wolltest? Ja, es ist eigentlich ein sehr schönes Ruhrrandgebiet, wo man sehr schnell auch im Ländlichen ist. Ich fahre von zu Hause mit dem Fahrrad ein paar Minuten weg, dann bin ich an einem wunderschönen Fluss, der ewig lang entlangläuft. Wir haben auch einen großen See in Dienstlaken. Aber es war damals auch so, dass wir zu einem Zeitpunkt die Kinder bekommen haben. Meine Eltern und Schwiegereltern haben beide 500 Meter weg gewohnt. Und dann war es dann in Verbindung mit Borussia Dortmund, wo wir auch viele Aktionen hatten, viel weg mussten auch. Und dann war es einfacher, wenn die Schwiegereltern und Eltern daneben wohnten, konnten wir die Kinder mal bei ihnen dann mal abgeben. Auch das war von der Organisation der Familie einfach etwas einfacher. Und deswegen habe ich es dann auf mich genommen und bin immer gefahren. Es war damals noch ein bisschen aufwendiger. Da war die A2 war zweispurig. Ich hatte einen Käfer, einen gelben, der nicht so schnell war. Die Autobahn ist mittlerweile breiter geworden. Meine Autos auch schneller. Von daher gesehen wird's immer weniger, ist es immer weniger Stress geworden eigentlich. Und es war für mich teilweise entspannter, 35, 40 Minuten über die Autobahn zu fahren, als einmal quer durch den Stadtverkehr von Dortmund, der fast dann genauso lange dauert, wo man sagt, brauche ich auch 30 Minuten, wenn ich von einer Stadtende zur anderen fahre, ist es eigentlich genau der gleiche Weg und vielleicht ein bisschen stressiger sogar. Deswegen war das eigentlich nie ein Thema für mich. Das ist eine Stresssituation. Für mich ist so lange Autobahn zu fahren, das geht eigentlich gar nicht. War denn mal irgendwann ein Thema für dich als Profi woanders hinzugehen? Zum Beispiel, als du hier die Nummer 2 warst und durchaus ja dich auch noch fit genug und stark genug fühltest, die Nummer 1 zu sein bei einem großen Verein. Hast du jemals darüber nachgedacht? Ernsthaft nicht, aber ich hatte zwischendurch schon die Angebote. Es war kurz nach meinem Schienen- und Warnbeinbruch, dann war ich wieder genesen auch und dann hatte eine Anfrage vom MSV Duisburg nochmal, die damals dann auch dann noch angefragt hatten. Da kam Hitzfeld zu mir und hat gesagt, ja, MSV Duisburg, er hat angerufen, die würden dich ganz gerne verpflichten, hatte aber gerade kurz vorher noch mal um 2 oder 3 Jahre verlängert, glaube ich, hier auch an der Position ist noch immer 2. Und da sagt er zu mir, aber wir wollen ihn nicht gehen lassen. Da sage ich, okay, dann ist die Sache da für mich erledigt. Wenn er sagt, er braucht mich noch hier, dann ist das auch für mich gut. Ich war auch schon über 30 dann und ich hätte keinen wirklich guten Schritt gemacht. Also die Entscheidung im Nachhinein betrachtet war richtig. Und Borussia Dortmund ist ja auch nach wie vor ein geiler Verein. Da sind wir uns einig. Das will ich doch meinen. Sag mal bitte eins noch, was eigentlich macht den BVB so ganz besonders? Das kannst du vielleicht als einer, der über 30 Jahre hier ist, gut beschreiben, wenn es denn überhaupt geht. Ja, man kann es beschreiben. Ich meine, wir sind natürlich in den letzten Jahren, auch in der Zeit, wo ich hier bin, ist es außergewöhnlich, wenn ich jetzt an die 30 Jahre denke, auch so viele Titel zu holen, auch Erfolg zu haben wirklich, weil es ging mit dem Pokalsieg los. Es waren immer schwierige Situationen dazwischen und man hat aber der Verein oder wir sind immer wieder aus der ganzen Sache rausgekommen. Und wir reden immer über die Pokale, über die Meisterschaften, die wir geholt haben, aber für mich sind entscheidendere Momente des Besonderen eigentlich eher, wo wir auch Momente hatten, in denen wir schlecht gespielt haben, wo ich selber mit dabei war auch, wo wir dann es ging darum, zu Hause ein Spiel zu gewinnen. Gegen Uerdingen kann ich mich erinnern, wir haben im Nachhinein 1-0 gewonnen, aber es war so knapp. Wir hätten dann auch damals in der Situation auf einen Abstiegsplatz rutschen können oder hätten noch in die Gefahr kommen können, mit gegen den Abstieg uns wehren zu müssen. Und die Leute sind zu Recht kritisch und dürfen auch meckern, wenn wir schlecht spielen. Aber in den Momenten, wo du siehst, dass der Verein wirklich in Gefahr ist,
dann hast du im Stadion gemerkt, unten auf dem Platz, da gibt es keine zweite Meinung. Dann gingst du noch mit dem Verein und dann war bedingungslos, ob Fehler hin oder her, waren die Leute bedingungslos hinter dem Verein und wollten, dass der weiterhin in der ersten Liga spielt. Und das ist ein Moment, der, glaube ich, noch viel wichtiger als die Erfolge zu feiern, sondern in den Momenten, wo man sieht, dass es dem Verein schlecht geht, da gibt es keine zwei Fragen, da gibt es nur eins, Borussia Dortmund. Und das macht die Region aus. Sehr gut. Teddy, der wunderbare Sparda-Bank-Bus wartet auf uns. Lass uns einsteigen und die nächste Station ansteuern. So werden wir das tun. Danke dir. Teddy, du hast während deiner kompletten Laufbahn als Torwarttrainer mit Roman Weidenfeller zusammengearbeitet, der als junger Mann kam und inzwischen in reifem Alter ist. Wie würdest du euer Verhältnis beschreiben? Unser Verhältnis würde ich als freundschaftlich bezeichnen, weil wir, klar, das hat sich das im Laufe der Jahre verändert auch. Ich bin sein Trainer, ich war sein Trainer auch in jungen Jahren, aber aus diesem nur Trainer sein ist eigentlich eine Partnerschaft geworden nachher auch, weil er selber auch älter geworden ist, er ist gereift, er hat viele Erfolge mit uns feiern können, auch mit mir zusammen auch. Und es ist ein freundschaftliches Verhältnis, das wir miteinander pflegen im Moment. Und ich frage ihn zwischendurch auch mittlerweile mal um Rat. Er hat jetzt auch das entsprechende Alter, dass wir miteinander diskutieren können auch. Und ich dann seine Sichtweise sehen möchte auch. Und es ist ein tolles Verhältnis. Das führt uns zu der Zuschauerfrage, die Sparda-Bank jeweils uns für diese Sendung zuleitet. Da fragt Danilo Zupp. Teddy, du hast neben Roman ja auch schon einige andere Torhüter betreut. Welchen Torwart würdest du denn gern mal trainieren? Gibt es da einen Wunsch? Fritz Herkenrath, Heini Kwiatkowski. Auf diese Frage kann ich jetzt nur so antworten, dass mir da jetzt keiner wirklich einfällt, wo ich sage, den würde ich gerne trainieren. Du hast mit vielen guten Torleuten bei Borussia Dortmund zusammengearbeitet auch. Junge Torhüter, ältere Torhüter wie Guillaume Bamus. Das hat mir immer sehr viel Freude gemacht, aber einen speziellen Wunsch, irgendjemanden zu trainieren, den gibt es in mir nicht. Roman hat gerade noch mal um ein Jahr verlängert. Lass mich ganz indiskret mal fragen, wie sieht es eigentlich mit dir aus? Ja, ich spreche mit dem Zorke jetzt demnächst auch noch mal weiterhin. Wir haben vereinbart, dass wir uns von Jahr zu Jahr unterhalten und schauen, wie es dann weitergeht. Hast du denn, sicher, du bist ja ein Mensch, der nachdenkt, schon so ein bisschen Perspektive, was du nach deiner Torwartkarriere machen wirst? Wir haben das auch innerhalb des Vereins schon besprochen, dass, wenn ich keine Bälle mehr schießen sollte, dass auch ich weiterhin im Verein tätig sein werde. Ich kann das nur begrüßen, weil ich weiß, dass du jemand bist, der mit Fans umgehen kann, ja, der mit Sponsoren umgehen kann, der mit Menschen umgehen kann. Ich habe dich gerade sehr gelobt und ich weiß auch, dass dein soziales Engagement sehr groß ist, dass du dich einsetzt für Menschen, die vielleicht nicht gerade auf der Sonnenseite stehen. Ganz aktuelles Beispiel, du warst vor wenigen Tagen nicht zum ersten Mal in einer Justizvollzugsanstalt. Was treibt dich da an und was hast du da erlebt und gemacht? Es ist so, dass auch die Menschen, die jetzt im Grunde genommen in der Anstalt dort sitzen, natürlich Fehler gemacht haben, aber sie wollen auch weiterhin am öffentlichen Leben teilnehmen. Das sieht man daran, dass vor einigen Jahren eine Gruppe aus der JVA auch gespendet hat für ein Kinder-MRT. Das war vor einigen Jahren. Jetzt aktuell beteiligen sie sich wieder durch ihre Werkstätten, die sie haben, am öffentlichen Leben außerhalb. Das zum Beispiel für ein Maskottchen von uns wird bei denen in der Werkstatt etwas hergestellt auch. Und das ist im Grunde genommen so, dass sie auch dann auch außerhalb teilnehmen wollen. Und das war ein Zeichen von mir jetzt auch wieder, dass es wahrgenommen wird, dass sie sich außerhalb engagieren und dass sie auch dann trotzdem ein Bestandteil unserer Gesellschaft sind. Und es ist wert, sich um sie zu kümmern. Und es hat viel Spaß gemacht, mit ihnen ein Training zu machen. Ich bin selbst auch gefragt worden, wie ich denn jetzt das Gefühl wäre, wenn ich da reinkomme. Ich habe im Grunde genommen kein großartiges Gefühl gehabt und habe jetzt auch nicht irgendwas erwartet, sondern ich wollte den Jungs auf Augenhöhe begegnen. Und ich habe auch so ehrlich mit ihnen gesprochen. Es ist klar, dass ihr Fehler gemacht habt, aber man sollte eine zweite Chance bekommen. Und ich hoffe und wünsche jedem, der jetzt hier bei euch in der Anstalt jetzt ist, auch nach dieser Zeit in dieser JVA wieder ein normales Leben führen kann. Also wir hatten da auch schon wirklich tiefer geredende Gespräche miteinander und das war auch schon eine gute Sache. Teddy, wir sind jetzt gleich an unserer nächsten Station und wollen da noch, es ist Nachmittagszeit, ein Käffchen trinken. Das ist eine gute Idee.
Teddy, Pferde sind ein weiteres großes Hobby von dir. Was fasziniert dich denn an Pferden? Ja, mich persönlich eigentlich gar nicht so sehr, aber aufgrund meiner Familie habe ich es gelernt im Nachhinein. Ich bin dazu hingebracht worden, auch weil meine Frau sehr viel mit Pferden zu tun hatte in ihrer Kindheit und hat das dann unseren Kindern auch nahegebracht. Wir haben selber zwei Pferde gehabt, eins haben wir noch, eins ist leider verstorben. Haben Turniersport auch gemacht und dann hat es mir natürlich auch im Laufe der Jahre wirklich sehr viel Freude gemacht, dann bei dem Turniersport von meinen Kindern zuzuschauen. Und das ist eigentlich so, wie ich dann zu dem Reitsport eigentlich gekommen bin. Ich selber, obwohl man, wenn man meine Beine ansieht, denkt man schon, dass ich das eine oder andere Mal geritten bin, aber das ist nicht der Fall. Sondern es ging eigentlich über meine Frau, über meine Kinder, wo ich dann nachher den Zugang bekommen habe. Also die ganze Familie, kann man sagen, ist pferdebegeistert. Du hast zwei Töchter. Und eine davon hat ja das Reiten, die Arbeit mit Pferden sogar zu ihrem Beruf gemacht. Ja, sie ist Pferdewirtin hier im Münsterland, in Herbern. Ich weiß gar nicht, es ist gar nicht so weit weg. Ist nicht weit weg. Ne? Und da ist sie im großen Reitstall. Und da sind, witzigerweise gibt es auch eine Geschichte, dass dort immer wieder Junghengste ausgebildet werden, auch die sehr talentiert sind, die ein großes Springvermögen haben auch. Und sowas dann auch weiter vererben könnten auch. Und da ist letztens ein sehr, sehr talentiertes Pferd auf den Hof gekommen. Und weil dieser Stallbesitzer, Reitgestüt Legis, auch ein Borussia Dortmund-Fan ist, dem ich auch schon Karten besorgt habe, haben sie dieses Tier Dembele genannt. Sehr schön. Teddy, wir sind fast am Ende. Aber eines müssen wir natürlich noch besprechen. Wir stehen relativ kurz vor einem der Höhepunkte dieses Jahres, Pokalfinale in Berlin, Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt. Du weißt, wie schön es ist, in Berlin zu sein. Du hast einen deiner größten Erfolge 1989 in Berlin errungen, den Pokalsieg gegen Werder Bremen. Ein kurzer Ausblick noch zum Abschluss auf dieses Pokalfinale. Haben wir wieder Grund haben zu feiern? Ich gehe davon aus, dass wir gute Chancen haben, das Pokalendspiel zu gewinnen. Zumal wir gegen Frankfurt auch in der Liga schon ordentlich gut gespielt haben auch. Und ich gehe davon aus, dass wir diesen Pokal gewinnen. Teddy, was Schöneres zum Abschluss gibt's nicht. Ich sage ganz herzlichen Dank dir. Es war eine Freude, heute mit dir durch den schönen Dortmunder Süden zu fahren, mit dir zu plaudern. Wir haben gemerkt, dass wir viele Themen haben, die wir beide ansprechen können. Ja. Ich bedanke mich ganz herzlich bei der Sparda Bank West, die uns dieses schöne Format heute mit Teddy de Beer ermöglicht hat. Und ich sage alles Gute für alle Borussinnen und Borussen, die uns sehen und speziell heute an diesem Tag alles Gute für Teddy. Vielen Dank. Bitteschön.